Ich habe Tage, wo ich eher morgens dann am Schreibtisch bin, dann vielleicht in eine Konferenz, in den Ausschuss gehe, abends nochmal eine Probe und vielleicht noch einen Schüler dazwischen. Also das ist so abwechslungsreich, das ist so ein tolles Berufsbild der Musikpädagoge. Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, muss man sich ein neues Hobby suchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mein Name ist Peter Neu, ich bin Direktor der Westfälischen Schule für Musik. Ich bin Schlagzeuger und habe eine große Leidenschaft fürs Klettern. Unser heutiger Münstermacher heißt Peter Notsch, der neue Chef der Musikschule Münster. Peter, warum sollte man heutzutage überhaupt noch ein Instrument lernen? Geht doch alles per Knopfdruck. Musik machen, selber Musik machen, ist eigentlich die Steigerungsform von Musik hören. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Das macht Freude und die Musikschule ermöglicht Menschen Freude am Musizieren und am Musik machen. Gibt es eigentlich sowas wie Trendinstrumente? Ja, also die deutschen Landesmusikräte, die loben ja jedes Jahr ein Instrument des Jahres aus. In diesem Jahr ist zum Beispiel das Instrument des Jahres Tuba. Aber jedes Instrument ist großartig. Aber was ist denn nach deinem Eindruck im Augenblick so ein Instrument, das total trendy ist? Wahrscheinlich seit 30 Jahren die E-Gitarre, oder? Ja, da gibt es Langzeittrends und auch neuere Entwicklungen. Ich bin ja selber Schlagwerker und da muss man ganz ehrlich sagen, so in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das Schlagzeug wirklich auch zu einem absoluten Hit entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel dieses Instrument zu den Schlagwerken. Wie heißt dieses Ding? Das ist ein Marimbaphon. Kannst du mal dem Xylophon in großen ein paar Töne entlocken, na damit klar. Wir mal hören, wie sich das anhört. Ja. Wow. Zurück zur Musikschule Münster. Du unterrichtest ja wahrscheinlich selber nur noch selten, weil du ja für die Organisation dieser Bildungseinrichtung zuständig bist. Wie viele Kolleginnen und Kollegen helfen dir beim Unterrichten der Schüler und wie viele Schülerinnen und Schüler habt ihr? Die Westfälische Schule für Musik zählt zu den größeren Musikschulen in Deutschland. Also wir haben roundabout 7500 Schülerinnen und Schüler, die von etwa 175 Lehrkräften unterrichtet werden. Wie alt sind eure Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt? Also wir haben natürlich den Großteil unserer Schülerinnen und Schüler im Schulalter sozusagen. Ja, ja. Aber ich postuliere immer, wir unterrichten von pränatal bis postmortal. Also wir haben wirklich die Eltern-Kind-Kurse bis hin zu musikgeragogischen Angeboten, so heißen ja die Konzepte, die wir dann wirklich mit Älteren dann fahren. Und das werden ja auch immer mehr. Ja. Was unterscheidet die Musikschule Münster von anderen Musikschulen? Das Angebot ist sehr breit aufgestellt und das reicht wirklich von den Grundmusikalisierungskonzepten, die wir ja auch in Kooperation mit ganz vielen Bildungspartnern hier, also Grundschulen, weiterführende Schulen zum Beispiel, durchführen, dass wirklich eine Basismusikalisierung stattfinden kann. Das ist das eine und daraus erwächst, nicht nur daraus, eben auch flankiert durch ganz viele andere Unterrichte, auch die Möglichkeit, Talente früh zu fördern, zu erkennen vorher und Begabung dann entsprechend auch zu unterstützen. Und das gipfelt bei uns in der Jugendakademie, eine Kooperation, die wir mit der Musikhochschule Münster haben. Vielleicht denkt ja jetzt jemand, könnte was für mein Kind sein, könnte was für mich sein. Wo kann man weitere Informationen bekommen? Wir sind auf vielen Kanälen unterwegs. Wir haben ganz viele tolle Fachbereichsleitende, die, die auch persönliche Beratungen durchführen. Das kann telefonisch auch sein. Einfach einen Hörer in die Hand nehmen und ein bisschen googeln. Das geht schon. Bühne oder Büro? Ah, Bühne! Piano oder Forte? Piano. C-Dur oder A-Moll? A-Moll. Orchester oder Band? Orchester. Donuts oder Roland Kaiser? Donuts. Drumset oder Marimba? Marimba. Aasee oder Schlossgarten? Aasee.